Dass die Laufwege wirklich extrem hoch sind. So. Haben wir uns mal kurz gebrannt. Es macht aber nichts. Wichtig ist, dass wir hier drin jetzt nicht ersticken. Weil wir haben jetzt nur begrenzt Luft und müssen jetzt hier die ganzen Schalter aktivieren und am besten nicht reinfallen, weil das ist dann wieder einmal ein Todesurteil. Deswegen werde ich hier nochmal safe machen. Le safe. Ja, eine Blase ist schon voll, super. So, da haben wir Nummer 3. Da haben wir Nummer 4. So, Nummer 4. Da kommt dann Nummer 5. Ach. Ist ja nett. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Nein, das war so klar. All die Klappe, du Penner. So, Nummer 5. Das kommt jetzt an. Da haben wir den Puzzleschalter. Yippie, yay, yay. So, bitte dreh dich mal. Nehmen wir die Abkürzung. Sind wir ganz frech. So. Da gibt es das Puzzle. Und da hinten können wir noch irgendwas lesen. Ich weiß zwar nicht mehr, was man da lesen kann, aber... Wenn es wichtig wäre, hätte ich es mir gemerkt. Das war jetzt der falsche Knopf. Hoch. So, jetzt nichts mehr raus hier, bevor wir hier noch ein Game Over kriegen. Ja, ja, ist gut. So, einmal. Zweimal. Ja, ist gut, wir gehen doch schon raus. Luft. Energie. Alles bestens. Na. Ach Mensch. Was ist wieder los jetzt? Ja, du mich auch. So, Stromgenerator müssen wir hier hinten lang. Blüm, 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 blüm. So. Ja, ja, du mich auch. Ach, der ist aber anhänglich, der Typ, ey. So, dann machen wir es mal wie die alte Omis immer. Jetzt einfach mal kräftig mit dem Täschchen. Mit dem Täschchen sollst du auspacken. Austeilen und austeilen. Natürlich gibt der nichts, das war mir klar. Ach, immer dasselbe. So, 1 Stunde 44. Hm. So, Grundi GmbH sind 7. Müssen es jetzt 8 sein. Ne, es sind immer noch 7. Also gut, dann zählt das zum Steinhagelgipfel wohl. Jupp. Gut, dann habe ich mich da anscheinend vertan.
Hallo? Ah, gut. Safe? Oh. Hallo? So. Dann gehen wir Katsui abholen und holen uns direkt das vierte. Du bist doch nicht mal ganz. Uiuiuiui. So, die Energie sieht auch immer wieder sehr gut aus. Nein. So rum. So. Und weiter geht's im Takt. Oh. Was war das denn jetzt? Bug. So, Bockys Igloo. Haben wir hier. Ah, du kriegst mich nicht. Mann, ich übersteuere hier voll. Ich muss mich daran gewöhnen, dass das Mikrofon jetzt ein bisschen empfindlicher eingestellt ist. Ich habe mir da jetzt mal noch so ein Programm geholt, das wo hier ein bisschen mehr Audio-Settings macht. Hier klingt schon wieder sehr appetitlich. Guten Tag, die Dame. Danke für deine Hilfe, Banjo. Bocky ist in letzter Zeit so faul. Kannst du ihn nicht auf ein Abenteuer mitnehmen? Ja, ja. Nö, können wir nicht. Er ist nur ein Klotz am Bein. Ach, herrje. Hallo, Bocky. Sieh dir meinen neuen Breitbandfernseher an. Der hat Unmengen von Sondereinstellungen. Da bin ich sicher. Wirklich, 100 Hertz, 5.1 Dolby Surround, 9.999 Programme, 15 SCART-Buchsen, 3 Fernsehbedienungen. Oh, entschuldige, aber man kann nicht online bestellen und ich bin am Verhungern. Was willst du? Einen großen, heißer Fisch wäre klasse. Bup. Na, Mahlzeit. Was ist das? Wow, der Fisch muss ein Pussello verschluckt haben. Na, wenn ich es nicht essen kann, will ich es auch nicht haben. Na schön, Boggy, dann nehme ich es in unsere Sammlung auf. Kein Problem, ich muss noch weiterschauen. Ja, der hat bestimmt mega Full-HD-Auflösung und so. Cooler Fernseher, muss ich wirklich sagen. Sein Geld absolut wert. Und auf den 9.999 Sendern läuft wahrscheinlich überall dasselbe. Hier haben wir noch einen Schlitten aus dem ersten Teil. Banjo-Kazooie, Bettwäsche. Die sind Fan hier, oder was? Danke für deinen Hamburger im Hex-Hex-Park. Ich glaube, ich muss mal ins Bad, aber ich kann nicht aufstehen. Yeah! Bist du noch sauer auf uns? Auf Mamis und Papis Bett herumzuspringen macht fast so viel Spaß wie der... Ja. Egal, da kriegen wir nichts raus. Tach, hast du noch was zu sagen? Danke für die Pommes, Frites, Herr Bär. Sieh mal, Moggy ist auf Mamis Bett. Das werde ich petzen und Moggy wird dann riesen Ärger kriegen. Mhm, ja. Naja, sehr schöne Einrichtung hier, Boggy. Hast du gut gemacht, ne? Muss man sagen. Ja, wir ziehen mal wieder ab, ne? Lassen die Familie in Frieden. Ja, wir sind ja nicht so, ne? Wir sind ja nicht so, ne? So von... So, ne? Und deswegen, ja, gut, deswegen machen wir mal weiter mit unserer wahnsinnigen Putzelo-Jagd. Und zwar haben wir jetzt 4 Stück, müssten wir haben, ne? Ne, 5. Wegen Erich und Erik Eis. Genau, 5 haben wir. Die kann uns schon mal keiner mehr nehmen.
5. Eisseite sitzt Mumbo ein, um den Alien-Vater aus dem Eis. Ach so, jetzt kommt der Alien-Vater schon. Okay. Wo ist ein Fundort 5? Ach, Eisseite. Benötigt Mumbo, um Entdecker aufzutauen. Ach, der Entdecker kommt jetzt als nächstes. Gut, das können wir machen. Das ist gar kein Problem. Wir sind ja hier direkt an Warp. Ach nee, warte mal, wir können noch eine direktere Abkürzung benutzen. Die allerdings ein bisschen unlogisch ist, aber das ist ein Spiel. Und zwar gehen wir jetzt hier rein. Und jetzt gehen wir hier durch. Einen Tunnel. Obwohl das ein Zelt ist, ist das auch irgendwie, ja, unlogisch. Aber naja, mir soll's recht sein. So. Sind wir da beim guten alten Mumbo Jumbo? Hallo Mumbo. Wir machen mal kurz einen Save bei dir bezüglich Rom und so. So, guten Tag. Willkommen zurück, Bär und Vogel. Ja, wir Globo haben. Globo geben Mumbo, Wesen, Wesen, Globo, Mumbo machen. Ja, machen Mumbo Hilfe. So, zack. Immer die gleiche Leier. Mann, 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 Mann. Aber naja, was will man denn machen? Was will man denn machen? So. Nu. Hilfe! Was? Mumbo nicht willkommen. Sofort gehen oder viel groß Ärger bekommen. Mumbo aufs Becken gehen. Ich will aber auch ein Schneeball sein. Hallo. Mann. Mumbo nicht willkommen. Hab mich gern, weißt du das? Und tschüss. So, das hast du davon. Meine Güte, die, naja. Die Frauen von heute, ne, die soll mal einer verstehen. Wird ja immer schlimmer. So, jetzt müssen wir ja schon mal durch den Schnee stapfen. Nein! Du wagst es, Mumbo Jumbo zu berühren. Schäm dich. So, wir müssen da drüben hoch. So, hoffen, das funktioniert wie immer halt. Lebenskraft für Sabbermann. Huch. Da haben wir eine aufgetaut, wa? Vielen Dank, junger Herr. Ich bin Herr hier seit 1948. 84. Mumbo vielleicht verrückten alten Mann schon mal gesehen? Durchaus möglich. Ich komme aus dem goldenen Zeitalter, als die Wölfe Könige waren. Ich heiße Sabbermann. Ich bin im Abenteuergeschäft. Zumindest war ich das. Was macht Sabbermann? Dieser verfluchte Wolf hat mich bis hierher gejagt. Dann hat mich der Eisdrache eingefroren. Mir ist ziemlich kalt. Kannst du mich irgendwie aufwärmen? Mumbo das nicht tun, aber kennen Bär, der das können.
Ja, wieso denn? Mach doch mal so und dann... Naja. Könnte ich jetzt hingehen und machen, aber bringt eh nichts. Aua. Autsch. Aua. Ja, wie jetzt? Geh weg. So, dann können wir eigentlich den Alien Father auch gleich erwecken. Weil wir ja schon mal Mumbo sind. Bum 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 bum. Noch, lauf schneller, lauf schneller. Lauf einfach nur schneller. So, Eko Bokum, zack. Auch wenn das funktionieren. Lebenskraft für den Alien-Vater. Der Sturz war sehr schmerzhaft. Wo bin ich? Du tot, Mumbo, große Schamanenmagie. Benutzt. Du jetzt leben. Dieser schwächliche Erdlingszauber wäre gar nicht nötig gewesen. Meine Spezialenergie ist viel besser. Was, Mensch, undankbar. Verschwendet Mumbos Zeit. Ihm lehre er... Entschuldigung, merkwürdiger Freund. Meine Spezialenergie ist am Ende und wir brauchen deine Hilfe. Unsere drei Kinder sind geflohen, bevor das Schiff der Lagune notlandete. Finde meine Kinder und bringe sie sicher zu mir. Dann beschenke ich die Erde reichlich. Mumbo-Geschenke mögen, aber keine billigen Alien-Mitbringsel. Die Kinder werden sich versteckt halten, bis sie ein Alien-Signal erhalten. Mumbo beeindruckt, aber Mumbos Magie besser. Ja, natürlich. Mumbo, deine Energie ist viel besser, natürlich. So. So, das andere friert da oben rum. Platte? Okay, Platte geht nicht weg. Dann haut's mal. Eieiei, hat's jetzt wehgetan jetzt. Hallo. Vielen Dank, Zaubererdling. Wenn du den Bären siehst, dann sag ihm, er soll schnell alle meine Kinder zurückbringen. Warum suchst du deine Kinder nicht selber? Mann, bin ich das Sozialamt oder was? Faule Sau, ey. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Der steht jetzt da nur rum und ich muss die ganze Arbeit machen. Soll doch seine Kinder selber suchen. Mei, 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 mei. Die Leute von heute, das gibt's ja gar nicht, ne? Also, wir müssen den Sabbermann warm machen. Ja. Sag ich jetzt mal nichts weiter, also... Ne? Und... Goldene Federn. Die Kinders müssen wir retten. Na, mach mal das doch mal. So, das sind auch schon 2 Stunden voll. Mei, 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 wie die Zeit vergeht, das gibt's gar nicht. So, da haben wir das erste Kindchen. Aber wir quatschen erstmal den Alien an. Hopp, so viel Zeit muss noch sein. Nutzloser Erdling. Deine Kindersuche hat eine Erfolgsrate von 0%. Die Fresse, Alter. Wie ich so nutzlos bin dann. Such doch deine Kinder selber, ey, Mann. Was hat es? Keine Ahnung. Versuch doch eine Schnabel-zu-Mund-Wiederbelebung. Ibäh, niemals. Das ist ein Job für einen professionellen Facharzt. Also für Mumbo.